Hi, ich bin Ezekiel und das hier ist Kontrovers. Und heute ist mein Thema, wie suche ich eigentlich Musik? Musik suchen, das klingt für die einen ziemlich banal, aber das hat auch schon ein paar interessante Facetten. Und ich habe damals tatsächlich angefangen, Musik zu suchen, indem ich einfach mein Handy rausgeholt habe und auf Partys, Shazam, bla bla bla, da gibt es ja so viele verschiedene Programme, bei den Tracks laufen ließ, die mir auf den Partys echt gefallen haben. Um es vorwegzunehmen, das ist scheiße. Auf der Party soll man lieber feiern, wenn einem etwas gefällt. Klar, man kann den DJ fragen, hey, was hast du gerade gespielt? Das war mega. Und wenn der DJ irgendwie gerade Zeit hat oder nicht genervt ist, dann wird er dir mit Sicherheit auch sagen, hier, guck mal, das war der Track. Und dann merkt man sich das. Ist okay. Auf der anderen Seite gehöre ich auch nicht zu den DJs, die einfach jede Woche durch die Beatport-Charts schauen, was gibt's Neues, was sind neue Releases und dergleichen und sich dann quasi die Creme de la Creme der Charts rauspicken. Im Endeffekt weiß ich nicht mal, was gerade in den Charts ist oder nicht. Man kann es erahnen, weil etwas von DJs sehr häufig gespielt wird, dann ist es gerade wohl irgendwo aktuell. Ich bin sehr schnell dazu übergegangen, einfach viel Musik zu hören und zwar auf Soundcloud Sets. Und zwar nicht nur aktuelle Sets, sondern einfach Sets, die mir in die Hand fallen. Das können auch Sets von 2013 oder älter sein, wenn sie denn dort verfügbar sind. Und dann höre ich mir diese Sets an und wenn mich irgendwas dann wirklich bewegt, dann tatsächlich gucke ich, wie könnte der Track heißen. Mittlerweile bin ich in, keine Ahnung, 8 oder 9 Promo-Pools und werde halt quasi bemustert. Das heißt, ich kriege Releases, bevor sie überhaupt auf dem Markt sind, kann mir die Sachen anhören, kann sie mir dann runterladen und bei mir natürlich dann auch einbauen. Das macht die Sache einfach. Im Prinzip kann man also sagen, bei mir reduziert sich die Musiksuche darauf, dass ich viel Musik höre, dass ich mich mit meinen Kollegen unterhalte und dass ich mir reinziehe mit den Sachen, also dass ich mir die Sachen reinziehe, mit denen ich bemustert werde von den Plattenlabels. Die Frage ist, wie sucht ihr denn Musik? Wie geht ihr an die Sache ran? Was ist euer einfacher Weg bzw. wichtigster Weg, neue Musik zu finden? Hinterlasst einen Kommentar, wenn euch das Video gefallen hat und die Dinge, die ich hier angesprochen habe, freue ich mich über ein Like und wenn ihr es teilt. Und ansonsten sage ich bis zum nächsten Mal.